abschließen und darf ich dir offiziell den Baum übergeben, dass du den bitte an die Gemeinde weiterleitest mit dem Wunsch, dort zu pflanzen, wo keiner steht. Wo er auch entsprechend gedeihen kann. Ja. Wir haben natürlich nicht selbst entschieden, wir haben einen Gärtner gefragt, der ist sogar am Sonntag gekommen und hat unseren Vorplatz angeschaut und hat gesagt, das ist ein Baum, der macht nicht viel Mist und macht dafür Schatten. Ja, es ist mir ein aufrichtiges Bedürfnis, Helga, dir zu danken, beziehungsweise dem katholischen Bildungswerk, dass ihr euch bereit erklärt habt, im Rahmen des Nussbacher Kulturherbstes diese Veranstaltung anzugehen.